Ach ja, jetzt wo ich Alduin besiegt habe, kann ich mich endlich meiner Buchsammlung weiter widmen und mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, um mal ein bisschen wieder was zu lesen. Schauen wir mal, was habe ich denn Neues dabei? Kinder des Himmels. Das hört sich doch interessant an. Die Kinder des Himmels. Verfassung bekannt. Die Nord halten sich für die Kinder des Himmels. Sie nennen Himmelsrand den Hals der Welt, denn dort hatte der Himmel auf das Land ausgeatmet und sie geschaffen. Sie fühlen sich als ewige Außenseiter und Eroberer, und selbst wenn sie andere Völker besiegt haben und regieren, fühlen sie keinerlei Verwandtschaft mit ihnen. Atem und Stimme stellen die Quintessenz der Nord dar. Wenn sie starke Feinde besiegt haben, schneiden sie ihnen die Zungen als Trophäe heraus. Diese werden zu Seilen verwebt und können wie ein Band Sprache an sich binden. Die Kraft eines Nord kann als Schrei artikuliert werden, wie das KI eines geübten Akaviri. Die stärksten ihrer Krieger werden Zungen genannt. Wenn die Nord eine Stadt angreifen, führen sie weder Belagerungsmaschinen noch Kavallerie mit. Die Zungen formieren sich keilförmig vor dem Stadttor und atmen tief ein. Wenn der Anführer mit einem KI wieder ausatmet, werden die Tore niedergeblasen und die Axtkämpfer stürmen in die Stadt. Mit Schreien können sogar Klingen geschärft oder Feinde getroffen werden. Häufig wird mit dem Schrei oder der Macht des Befehls ein Feind niedergestreckt. Mit seinem Schlachtruf kann der starke Nord Menschen Mut einflößen oder mit einem Brüllschrei einen angreifenden Krieger stoppen. Die Besten unter der Nord können bestimmte Personen über hunderte von Meilen hinweg anrufen und sie können sich durch Ausstoßen eines Schreies fortbewegen, wobei sie dann dort auftauchen, wo der Schrei landet. Die stärksten Nord können nicht sprechen, ohne Verwüstungen anzurichten. Sie müssen Knebel tragen und sich per Zeichensprache und Runenschrift verständlich machen. Je weiter man in Himmelsrand nach Norden kommt, desto stärker und urwüchsiger werden die Menschen und sie brauchen auch kaum noch Behausungen und Obdach. Wind ist für Himmelsrand und die Nord unerlässlich. Die Einwohner entlegener Ödländer stehen dem Wind sehr nahe. Oh, das war kurz, das Buch. Aber gut, haben wir wieder was Neues gelernt. Wissen wir ein bisschen mehr über die Nord? Sehr schön.